Seit den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts sind die meisten Kriegssträßchen aus dem Gebirgskrieg 1518 in Trentino, Veneto und Südtirol gesperrt. Ich will diese Straßen deshalb jetzt mit einem E-Mountainbike genießen. Vom Masi Brenta, einer Agricultura bei Rovereto, beginne ich meine Touren mit dem Monte Finocchio, der mit 1600 Meter eine Tour von 35 Kilometer und 1300 Höhenmeter in Anspruch nimmt. Nach 1915 verlief die Front vom Etschtal hinauf zum Gipfel und weiter nach Serrada. Für den Abstieg verlasse ich die Kriegsstraßen und nehme die schnelle, steile Variante. Eine Gewitterfront zieht von Süden ins Tal. Am nächsten Morgen ist wieder wunderschönes Wetter. Ich plane aus dem Denzel Alpenführer die Tour 247 zu Rifugio Lancia Alpe Bosse. Gemütlich strample ich die Provinzstraße zum Passo Borcola hinauf, bis es rechts nach Geroli hinuntergeht. Auf einem der weit über 300 Friedhöfe der Alto Piano kann man nachdenklich die toten Helden der Frühlingsoffensive 1916 in Augenschein nehmen. Nach knapp 700 Höhenmeter zieht nun das Kriegssträßchen am Passo Lucco bis zur Malga Bisorte, knapp 1600 Meter hoch, hinauf. In einer großen Schleife gelangt man zur Selle Bosse auf 1900 Meter. Plötzlich werden die letzten Kilometer sehr anspruchsvoll mit tiefem Schotter und größeren Absätzen. Doch dann erreiche ich die Rifugio Lancia, wo es eine erstklassige Minestrone gibt. Eigentlich müsste man hier jetzt übernachten und am nächsten Tag die Stellungen vom Col Santo, Monte Testo und Corno Battisti besichtigen. Ich genieße die Abfahrt von fast 1600 Höhenmeter nach Rovereto, was bei meinem Bike so richtig Spaß macht. Diese Tour hatte heute 64 Kilometer bei 2300 Höhenmeter. Die nächste Tour startet von Serrada auf der Hochebene. Von dort geht über die Skipiste das Kriegssträßchen zum Sperrfort Dosso del Somme hinauf.
Zu Kriegsbeginn war das Sperrfort mit 4 Offizieren und 227 Mannschaften besetzt. Es erhielt 4229 Granaten von dem Kaliber 28 cm und verfeuerte selbst 26103 Granaten. Teils auf Single Trail geht es hinunter zum Coe Pass, nur um dort in Richtung Monte Macho wieder aufzusteigen. Dieser Single Trail wird technisch immer anspruchsvoller, sodass ich dann doch noch auf die offizielle Straße zum Monte Macho hinauf ausweiche. Tiefer Schotter verbunden mit großen Absätzen stellen immer wieder Herausforderungen, auch für ein E-Mountainbike dieser Bauart. Auch dieser Berg erinnert zusammen mit dem Monte Mayo dahinter an die Frühjahrsoffensive der deutsch-österreichischen Armee 1916, die auch den Namen Strafexpedition trägt. Die Abfahrt ist technisch genauso schwierig wie die Bergfahrt. Vom Coe Pass geht auf der anderen Seite die Straße weiter zum Sperrfort Somo Alto. Dieses wurde mit insgesamt 1400 Granaten Kaliber 28 cm belegt. Sowohl das Sperrfort Somme als auch Somo Alto wurde jedoch nie aufgegeben. Von dort geht es über Skipisten wieder zurück nach Cerrada. Diese Tour hat 30 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Der nächste Tag ist ein Regentag. Ich nutze ihn, um wieder einmal die größte Glocke der Welt, die Capanna dei Caduti, die Glocke der Gefallenen, zu besichtigen. Sie wurde 1924 aus der Bronze der Kanonen der Länder, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, hergestellt. Ebenfalls an solch einem Tag lohnt sich die Besichtigung der Burg von Beseno. Gegen Abend fahre ich noch auf den Monte Zugna, um mir dieses Schlachtgebiet anzusehen. Hier kam die Frühjahrsoffensive im Stellungskrieg zum Erliegen und ein erbitterter Kampf bis 1918 von mehreren hunderttausend Soldaten auf beiden Seiten war die Folge. Keine 50 Meter waren die Schützengräben im direkten Frontabschnitt auseinander.
Ich habe die Position gewechselt und befinde mich in der Fahnesgruppe in Petrü in Südtirol. Diese Tour ist ein Klassiker, Denzel 182, und geht von hier im hinteren Rautal los. Es ist die Überschreitung des Limerjochs. Der Anfang beginnt gleich mit den ersten 500 Höhenmeter bei einer Steigung von ca. 22-25% bis zur Fahneshütte und weiter zum Limerjoch. Die Tour geht weiter mit der technisch anspruchsvollen Abfahrt durchs Fahnestal in Richtung Cortina d'Ampezzo in die Beuteschlucht, um direkt dort gleich wieder hoch zur Malgarastua entlang des Torre Beute zu fahren. Ist es bis zur Malga zwar steil, aber geteert, ändert sich dies dann schlagartig. Bei einer Höhe von 1800 Meter bis 2100 Meter findet sich tiefer Schotter und Absätze bei einer Steigung von über 25%. Selbst Schieben wird hier zum Abenteuer. Dann erreiche ich die Seekofelhütte und genieße diesen Ausblick. Die Höhenmeter sind geschafft, fehlt noch die Abfahrt nach Petrü. Über den Seenespass und Seeneshütte geht die supersteile Abfahrt mit über 37%, Denzel 183, wieder nach Petrü zurück. Dies waren 45 Kilometer bei 1800 Höhenmeter. Um den Osten der Hochebene der sieben Gemeinde anzugehen, bieten sich gerade im Herbst Locations wie zum Beispiel Cavallino Tre Porti an. Man genießt die Sonnenaufgänge und Untergänge am Meer und fährt morgens die 70 Kilometer zum Massiv des Monte Grappa. Der Monte Grappa hatte nur eine kürzere Episode im Gebirgskrieg von einem Jahr gespielt. Nach der 12. Isonzo-Schlacht im Herbst 1917 gelang es den KOK und deutschen Truppen noch, sich im Norden des Monte Grappa festzusetzen. Für ein Jahr wurde mit größter Versessenheit und blutigst um den Gipfel gekämpft. Die Angriffe kamen über die Berge von Norden und wurden durch die KOK und deutschen Truppen forciert. Namen wie Erwin Rommel tauchen auf.
Nachdenklich kurble ich die endlosen Schleifen von Santa Maria del Govolo bei Crespana del Grappa hinauf, bis dieser Schotterweg in die Straße zum Gipfel mündet. Es ist dies einer von diversen Schotterstraßen, die die Italiener gebaut hatten, um Material an die Front zu bringen und den Durchbruch der 12. Isonzo-Schlacht zu stoppen. Das Kennenlernen dieses großen Gebietes zieht sich bis zur Valbore-Hütte und über den Monte Pertica wieder zurück zum Monte Grappa. Die Abfahrt entspricht dem Aufstieg bis nach Santa Maria del Govolo. Abends bin ich wieder am Meer und genieße den Sonnenuntergang in der warmen Oktoberluft. Hier muss ich noch öfters hin, dieses Massiv hat Potenzial.